Also ganz im Sinne des Metabewusstseins werde ich zuerst einmal was erzählen und euch ein bisschen Wissen dazu vermitteln, was ich eigentlich meine mit diesen beiden Qualitäten, und dazu habe ich auch einiges aufgeschrieben. Dann als zweites hast du die Möglichkeit, gibt es einen erlebnisorientierten Teil, wo du das mal alles beiseite lassen kannst, ja, alles, was ich bis jetzt erzählt habe, wo du einfach in einen anderen, so eine leichte Trance-Einleitung werde ich machen, du kannst dann auf der Matte liegen oder in deiner Meditationshaltung sitzen, und da kannst du diese Qualitäten dann in dir erforschen, in dir erfahren, in deinem inneren Reis. Ja, das wird das zweite sein. Und als drittes gibt es dann ein Sharing, und da bin ich sehr gespannt, was du dann erzählst von der inneren Reise, aber vielleicht auch, was deine Ideen dazu sind, wie du diese Qualität in deinem Leben vielleicht schon erfahren hast und schon einbringst. Denn für mich war das auch ein Lernprozess. Ja. Ich habe mich in sehr vielen Jahren mit Spiritualität beschäftigt und bin erst relativ spät, so mit 40 ungefähr, draufgekommen, dass ganz viele Erlebnisse, die ich habe, eigentlich mystische Erlebnisse sind. Ich konnte nur davor noch nicht das Wort, den Begriff, mit meinen eigentlichen Erfahrungen in Verbindung bringen. Und das ist auch das, was ich mitgeben möchte. Es wird hier nicht darum gehen, eine Vision zu formulieren und da gehen wir dann hin und wir haben ja noch gar nichts, sondern wir haben ja schon ganz viel. Ja? Wir sind ja schon, also dieses, vielleicht kennt jemand Abraham Maslow, der geschrieben hat, dieses Buch, jeder Mensch ist ein Mystiker. Und das ist auch meine persönliche Meinung, dass die unsere mystischen Veranlagungen und auch unsere schöpferischen Fähigkeiten, uns auszudrücken, in uns schon angelegt sind. Das ist nichts, was wir irgendwie, wir können das verfeinern, wir können Methoden lernen, wir können Begriffe lernen, aber die Essenz, das, worum es geht, ist in unserer Natur schon angelegt. Ja? Und genau. Und möchte ich einfach auch diese beiden Qualitäten beschreiben. Das ist mein Konzept, das habe ich in den letzten Jahren entwickelt. Das ist auch nicht jetzt aus irgendwelchen Gedanken entstanden, sondern das ist aus meinen Erfahrungen entstanden. Einerseits im spirituellen Bereich, in der spirituellen Szene, in verschiedenen spirituellen Kontexten. Von christlich bis Tantra, ja, sagen wir mal so. Und das Zweite ist, dass mir diese Qualitäten auch im Inneren erschienen sind. Ja, also das ist dann auch immer das, die sind mir auch immer wieder dann gekommen. Ja, und das ist die Grundlage auch meines Buches, meines Buchmanuskripts, das ich gerade auch fertig geschrieben habe und das jetzt am Weg ist, auch in die Welt zu kommen. Also das ist die Gliederung auch meines Buches. Und ja, vielleicht zu den Qualitäten. Was meine ich? Ich habe Mystic and Priest geschrieben, weil im Englischen ist es immer leichter mit den Gendern auch. Ja, also im Deutschen ist man Mystiker, Mystikerin, Priester, Priesterin, das ist auf Englisch ein bisschen leichter. Fangen wir mal mit der mystischen Seite an, mit den mystischen Qualitäten oder der mystischen Perspektive, wie ich es nenne. Ja, das sind einmal die Basis, sind die Wurzeln, also ich nenne es unsere Wurzeln pflegen, unsere spirituelle Natur nähern, die schon da ist. Ja? Das sind so Dinge wie mich mit meinem Körper verbinden, so Dinge, mich mit meinem Atem verbinden, mich zu erden. Ja? Auch mich mit den Rhythmen des Lebens in Einklang zu sein. Ja? Dieses nicht nach einem streng getakteten Rhythmus ein Leben lang zu leben. Ich kann ja mal auch bestimmte Dinge takten, aber schon im Großen und Ganzen so zu spüren, was sind denn meine Rhythmen, mein Biorhythmus als Frau, mein Zyklus, mein Schlaf- und Wachrhythmus, ja, also all die Rhythmen, die wir im Leben haben, auch die Jahreszeiten. Ja, alle Religionen oder viele Religionen haben Feste, die im Einklang mit den Jahreszeiten stehen, vor allem die alten Traditionen. Ja, also im Sommer gibt es die Sommersonnenwende, das ist ein Fest, wo Kraft im Mittelpunkt steht, ja, die Sonne. Und in den Rauhnächten und zur Wintersonnenwende steht ja dieses Innengekehrt, das ist eine karge Zeit.
Und dieses in Verbindung mit der Natur zu sein, daraus entstanden viele religiöse oder die archaischen religiösen Traditionen. Also mich wieder zu verbinden mit meinem Körper, mit den Rhythmen, mit den Jahreszeiten und auch selbstfürsorglich mit mir umzugehen. Ja? Und zu schauen, was tut mir gut. Dazu gehören auch meine persönlichen Grenzen. Ja, wann möchte ich mich öffnen und wann ist es an der Zeit, für mich einzustehen? Ja, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt nenne ich ins Land der Seele gleiten. Ja, das Land der Seele, das ist dieser innere, transzendente Bereich. Manche nennen es Gott, ja, manche nennen es Himmel, manche nennen es Anderswelt. Gibt es unterschiedliche Begriffe dafür. Und auch die Erfahrungen sind unterschiedlich. Ich habe eine sehr räumliche Spiritualität. Für mich ist das göttliche Gott oder der Zustand immer ein Raum. Deswegen habe ich auch großen Wert darauf gelegt, diesen Raum vorzubereiten, weil es für mich immer mit dem Raum beginnt. Für andere sind das andere Dinge. Ja, das kann sein, das können deine Werte sein. Das kann auch eine bestimmte Religion oder eine bestimmte Richtung sein. Und dieses ins Land der Seele gleiten, in diesen Zustand zu kommen, wo ich mich verbinde mit den tieferen Dimensionen des Seins, kann man es auch nennen, oder mit Gott oder mit der Quelle. Das geht meistens über eine Trance oder zumindest einen Entspannzustand. Ja, also das ist nicht, wenn ich hektisch irgendwie nachdenke oder irgendwie, weiß ich nicht, ganz streng irgendwelche Dinge plane oder sehr reaktiv, sehr im Außen bin, ein Flugzeug fliege, ja, da ist vielleicht nicht so gut, wenn ich so in einer ganz entspannten Trance bin. Ja. Aber die Trance ist für das meistens eine Voraussetzung und dann gibt es verschiedene Zustände. Ja. Es gibt einen Flow-Zustand, eine Arbeitstrance, ja, wenn ich an etwas arbeite und im Fluss damit bin. Es gibt ekstatische Zustände. Ja. Und innen schauen. Es geht sehr um dieses auch wieder nach innen schauen. Dritter Punkt, den habe ich auch noch unter dem Bereich, in diesem Innenschau, mystischen Bereich gegeben. Der hat mit Selbsterkenntnis und Schattenarbeit zu tun, was viele alten Traditionen eben noch nicht gemacht haben. Das ist die Errungenschaft der Moderne oder Postmoderne der Psychologie, dass wir auch uns selbst erkennen können als Persönlichkeit, als Mensch mit seinen Stärken und Schwächen. Wie bin ich denn eigentlich? Ja? Wie sehen mich andere? Wie nehmen die mich wahr? Das ist etwas, das gibt es noch nicht so lange. Ja? Und auch Schattenarbeit, was liegt denn da unten drunter, was mir nicht so bewusst ist? Ja, was sind so meine so eher verborgenen Persönlichkeitsanteile oder die Dinge meines Wesens, die mir eben nicht so bekannt sind und die es lohnt auch zu entdecken und zu integrieren. Das können auch unterschiedliche Dinge sein. Bei manchen sind nicht immer nur negative Dinge. Bei manchen liegen auch Dinge im Schatten, die eigentlich positiv sind, aber vielleicht gesellschaftlich gerade nicht modern oder angesagt sind. Ja, ja, und als Viertes habe ich eben diesen, wenn man das alles immer wieder macht, dann irgendwann zeigt sich der innere Edelstein, also das auch mit C.G. Jung, ja, dieser Weg der Individuation, das, wofür ich wirklich im Inneren angelegt bin, das, was ich wirklich in meiner Tiefe mit meiner Seele vielleicht schon mitgebracht habe, dieses Leben. Ja, dieses, wofür ich gemeint bin, gewollt bin, was mein ganz einzigartiger Ausdruck hier ist, meine Gaben, auch meine spirituellen Gaben, ja, und die wird es dann auch gehen in der inneren Reise. Also diese Entfaltung, Stichwort Entfaltung, dass es geht. Ja, dann komme ich zur priesterlichen Seite. Ich nenne es priesterlich, weil es sehr stark um diesen Ausdruck geht. Ja, Priester sind meistens Menschen, die nicht nur wie ein einziger Mönch da sitzen und ihr Inneres erkunden, sondern Priester sind Menschen, die eben auch nach außen gehen, die ihre Erfahrungen in Worte kleiden. Ja. Da bin ich schon beim ersten Buch, heilige Geschichten oder überhaupt Narrative, die wir uns erzählen.
Sprachen, Begriffe, ja, das, was ich da im Inneren, was ich da erlebe, ja, wie kommuniziere ich das denn nach außen? Wie drücke ich das aus? Welche Begriffe wähle ich? Ja. Und auch die Unterscheidung, ja, also ein Baum ist ein Baum und eine Kerze ist eine Kerze, das wissen wir, aber im spirituellen Bereich ist es nicht einfach, die Dinge zu unterscheiden. Was ist was? Ja. Da gibt es oft riesige Missverständnisse, weil der eine redet von der Liebe, meint dabei etwas ganz anderes als ein anderer, der von der Liebe redet. Ja, also deswegen inneres Schwert, nehme ich das auch, das innere Schwert fühlen, die Unterscheidung, welchen Begriff wähle ich, welches Wort wähle ich, wie präzise kann ich das bezeichnen, was ich meine. Und je genauer ich das, so besser ich das kann, desto weniger Missverständnisse gibt es auch. Und ja, auch die Poesie fällt in diesen Bereich, dieses mich poetisch auszudrücken und das auch in schöne Worte kleiden, ja, was ich meine. Und auch die Metakognition würde ich da im engeren Sinne hineingeben, nämlich dieses über mein Denken zu reflektieren, über mich selbst zu reflektieren, auf einer Metaebene, aus der Vogelperspektive die Dinge zu sehen. Und dann in Worte zu fassen. Ja, nächster Punkt, heilige Formen, habe ich es genannt. Das ist jetzt, Sprache ist im Grunde auch eine Form, ja, aber mit diesen Formen meine ich eher mehr so Dinge wie die Rituale, die wir haben, die Zeremonien, die wir machen, durchführen, die Räume, die wir kreieren, die wir ins Leben. Das wäre jetzt auch so eine Form, ja, dass ich das jetzt in Mitte gelegt habe, ist ein priesterlicher Akt in meinen Augen. Ja. Es ist etwas, was aus meinem Inneren kommt, drücke ich aus. Ich kann es künstlerisch ausdrücken, ich kann es bildhaft ausdrücken, ich kann ein Video machen, ja, und es dann auf Facebook posten oder auf Instagram. Die Häuser, die wir bauen, ja, oder alle Formen im Grunde auch. Ich meine damit auch den Lebensstil, wie ich mich kleide, wie ich mich ausdrücke. Ganz kurz. Da geht es auch um Formen, wo ich auf den Boden gebeten habe, Fotos zu machen, wenn ihr einverstanden seid. Wenn ich möchte ja nicht auf die Fotos. Ja. Ich werde auch nicht aufgenommen werden. Ja, aber nicht, mach das lieber irgendwie von so ein bisschen. Genau. Ja, also die Formen, auch die Gemeinschaften, die wir schaffen. Ja, und da bin ich gleich beim nächsten Punkt. Das habe ich auch als eigenen Punkt genommen. Den Punkt Beziehungen, Beziehungsgewebeflechten habe ich es genannt. Beziehungen und Gemeinschaften ist auch ein ganz eigenes Thema. Und gerade auch in der spirituellen Szene kann man da auch ja, nicht nur positive Dinge beobachten, sondern auch Fehlentwicklungen und ein großes Thema in meinen Forschungen und in meinem Buch auch ist das Thema spiritueller Missbrauch. Also Überschrift ist das, was ich mache, ist spirituelle Selbstbestimmung. Und gerade im Bereich Beziehungen, Gemeinschaften möchte ich auch beleuchten, eben, ja, wie schaffen wir gute Gemeinschaften, Gemeinschaften, in denen jedes Individuum wachsen kann und erblühen kann, in denen es keine destruktiven Gruppendynamiken gibt. Oder ich meine, es gibt keine Gruppe, wo es nicht keine Konflikte gibt, ja, oder nicht Dinge stattfinden, die irgendwie auch einen verletzen, die destruktiv sind. Aber zumindest, wie können wir uns dessen immer wieder bewusst werden? Auch. Und da geht es mir sehr stark um die Stärkung des Individuums, ja, auch der individuellen, der persönlichen Grenzen, aber immer wieder zu schauen, tut mir das gut, tut dir das gut, wie sind wir miteinander in Beziehung und ist das jetzt etwas, das uns wirklich gut tut, oder verfolge ich einfach irgendeine Idee, eine Ideologie, eine Religion, was auch immer, ich meine es vielleicht gut, aber uns allen geht es dabei